Leute, da bin ich wieder. Heute durchaus mal stehend, was mal was komplett Neues ist und den Rahmen sprengt, denn das hat vor mir noch keiner gemacht. Doch, ich glaube, doch ziemlich viele. Wie dem auch sei, heute zu einem neuen Video. Das ist jetzt mal etwas kürzeres Video. Irgendwie glänze ich heute wie so eine Speckschwarte. Ja, gutes Personal bekommt man nicht so einfach. Für das heutige Video mal so eine kleine Ankündigung. Ich plane so ein kleines Mini-Filmprojekt, wo ich mehr oder weniger mit dem Stativ arbeite und das Ganze halt irgendwie versuche alleine zu machen. Ja, ich habe zwar schon ein paar Sachen und lasst euch überraschen. Ich arbeite daran und werde mal probieren, was man alleine alles schaffen kann mit Stativ, Kamera und dieser kleinen Fernbedienung. Ja, jo. Eines möchte ich auch noch unbedingt erwähnen, meine neuen Zuschauer. Vielen Dank an euch, dass ihr meinen Kanal abonniert habt und mich supportet. Ich finde das extrem genial. Danke. Und ich bin Gott sei Dank, zumindest bis jetzt noch nicht, einer, der sagt, Jo, und wenn du nicht willst, dass deine Lehrerin morgen in die Schule kommt, hau den Like-Button kaputt. Kein Product Placement. Oder weißt du, 15.000 Likes, Digga, dann mache ich Teil 2. Ich hatte ursprünglich ein längeres Video geplant, wo ich auch noch Ausschnitte von meinem derzeitigen Projekt zeige. Aber ich dachte mir, vielleicht sollte ich mir doch mal Zeit lassen, das erst fertig machen und dann hochladen. Nicht so wie bei meinen Filmexperimenten, wo mir Zuschauer auch geschrieben haben, warum hast du das nicht als Ganzes hochgeladen? Ihr habt durchaus recht. Stimmt. Aber ihr kennt mich. Okay, vielleicht nicht so gut, aber ich bin, was Videosachen betrifft, nicht sehr ein geduldiger Mensch. Und wenn ich was gemacht habe, wo ich mir denke, ah, das ist geil, dann lade ich das gleich hoch. Und ja, da sollte ich mich weiter in Geduld üben, mich meinen Jedi-Künsten widmen. Be a Jedi. Kurzer Fun Fact am Rande, ich habe jetzt hier diese, oh mein Gott, ich bin schon wieder blind. Ich habe die Lampen jetzt so auf, oh Gott, ich sehe schon wieder, ich habe die Lampen so aufgebaut, wenn ich mich nach links oder nach rechts drehe, blicke ich total in die Linse. Ja, oh mein Gott, in One Piece würde ich von einer auf die andere Sekunde sterben. Kurze Anmerkung, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal so auf One Piece abstürze, das ist... Mittlerweile ist es auch offiziell der erfolgreichste Manga, er hat sogar Dragon Ball übertroffen. Und zu Recht, die Figuren, ich sollte mal ein eigenes One Piece Video machen. Es gibt zwar genug YouTuber, die sich nur auf One Piece versteifen, aber ich dachte, ich könnte einen Beitrag dazu machen, vielleicht mal ein kleines Video oder was, wo ich drüber laber, wie geil ich diesen Anime finde, beziehungsweise Manga. Es ist absolut geile Story und... Oh! Und ich habe so viele neue... Dinge erfahren, wenn ich darüber sprechen würde, würde ich euch übelst spoilern und das wäre euch gegenüber nicht fair. Weiters möchte ich euch noch einen Kanal empfehlen. Dabei handelt es sich um einen Let's Player aus meiner Stadt, der wirklich großes Potenzial hat. Wäre geil, wenn ihr mal auf seinem Kanal vorbeisehen würdet. Micharo. Link unten in der Videobeschreibung. Ciao!